lange willst du eigentlich das Spiel noch treiben? Ich meine, Angelika hat doch sicher längst gemerkt, dass zwischen euch was faul ist. Bis jetzt noch nicht. Ich wollte es auch längst sagen. Aber dann. Und Michelle, weiß die Bescheid? Naja. Sie wartet natürlich auch, dass ich klare Verhältnisse schaffe. Ja, da wünsche ich dir viel Vergnügen. Also ich halte Ordnung mit meinen Weibern. Immer hübsch eine nach der anderen. Bist du eigentlich sicher, dass Michelle die Richtige ist? Sicher? Ich glaube, sicher zu sein. Aber wir kennen uns noch nicht. Ich meine, wir haben zu wenig Zeit füreinander gehabt. Und das will ich jetzt ändern. Ja, sehr gut. Aber wie? Ich will versuchen, einen Job an einer Sprachenschule in Nancy zu bekommen. Michelle hat davor gefühlt. Und heute Nachmittag soll ich mich vorstellen. Du als Deutscher an einer französischen Schule? Das halte ich doch für Utopie. Eine Privatschule. Die funktioniert auf dem System Berlitz. Der Lehrer redet mit den Schülern nur in seiner Muttersprache. Ja, kenne ich. Übrigens, ich hätte da noch eine Bitte. Ich lausche. Könntest du nicht Angelika in der Klinik anrufen und dir sagen, dass ich heute... Nee, tut mir leid, Martin, aber da halte ich mich raus. Musst du bitte verstehen. Ja, natürlich. Hallo? Martin Zerfass. Kann ich mal Angelika sprechen? Ach so. Aber vielleicht können Sie ja was ausrichten. Moment, sie kommt gerade. Angelika, für dich. Wer? Martin. Ja, Martin? Es hat irgendeinen Knatsch gegeben. Dr. Gerlach muss beim Schulrat vorreiten und hat mich gebeten, ihn zu begleiten. Wir fahren nach Trier. Nach Trier? Heute ist doch schon Freitag. Ich habe mich auch gewundert, aber wir werden ja sehen. Es kann vielleicht spät werden. Ich melde mich, wenn ich genaueres weiß. Ich muss jetzt los. Tschüss. Also bis heute Abend. Tschüss. Was unangenehm ist? Wenn ich das wüsste. Tja. Dann können wir fahren. Hast du schon gezahlt? Was hat sie gesagt? Nicht viel. Ich habe gesagt, dass ich mit meinem Rektor nach Trier auf die Bezirksregierung muss. Und das hat sie geglaubt? Das weiß ich nicht. Es macht völlig egal. Wenn ich nach Hause komme, wird reiner Tisch gemacht. Und zwar völlig unabhängig davon, was heute Nachmittag in Nancy rauskommt. Möchtest du fahren? Ja. Warum denn nicht? Ja. Das ist dein Wagen? Ja. Du fährst einen... Ja, hat mir meine Tante geschenkt. Deine Tante? Ja, meine Tante. Eigentlich brauche ich so einen Wagen gar nicht, aber sie wäre beleidigt, wenn ich ihn tausche. Was hast du denn für Tanten? Sie ist wie aus dem Märchenbuch und sagt immer, man muss mit warmen Händen schenken. Kommst du? Das ist ja wirklich ein Ding. Tanten müsste man haben. Sag mal, kannst du eigentlich nicht lesen? Bien sûr que si, je sais lire. Mais pas l'allemand. Ja, Hanna. Das Lied kenne ich. Das kann ich ja schon pfeifen. Ludwig, das weiß ich nicht mehr weiter. Genauso hat ein Mann da gestanden. Ja, der gute Roland. Mit den gleichen Worten. Ludwig, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Hanna, du musst verkaufen. Das nützt doch nichts. Wenn der Gerlach uns den Traktor wenigstens bis nach der Lese lässt. Hanna, sag mir mal, was hat denn Roland gemacht, dass er nicht einmal den Traktor bezahlt hat? Vor 2 Jahren war doch noch Geld in der Kasse. Ja, davon hat er den Wingert am Steinkreuz gekauft. Typisch für Roland, ja. Er konnte seinen Wein nicht verkaufen, aber größer werden, ja, ja, ja. Und auf die Jagd gehen, ja. Kein Geld für Patronen, aber mit der Flinte herumspazieren. Die Hasen lachen noch heute über den Herrn von Moselbrück. Ach, was hat er denn sonst gehabt? Ach, Hanna, was hat er denn sonst gehabt? 2 Söhne, 2 Frauen, was hatte ich denn?
Kann ja alles sein, auch die Jagd. Aber zuerst muss man den Traktor bezahlen. Aber das war seine Großmannssucht. Quatsch, Ludwig. Der hat geschafft, von morgens bis in die Nacht. Hanna, wann wirst du begreifen? Es hat doch keinen Sinn, immer dauernd Löcher zuzustopfen. Du musst verkaufen. Soll der Moselbrück unter den Hammer? Verkauf es mir. Dann bleibst du wenigstens in der Familie, ja? Ich mach dir einen reellen Preis. An das mit Gerlach, das mache ich. Ich rufe ihn gleich an, ne? Ihr braucht ja einen Traktor. Danke, Ludwig. Also, Wiedersehen. Also. Na, so. Dann wären wir doch soweit. So, Vater, meine Schwägerin ist soweit. Machen Sie mal einen Termin beim Notar. Zerfass. Meiner Meinung nach sollten Sie sich die Sache aber noch mal überlegen. Wer kauft denn heute noch Weinberge? Ich kaufe keine Weinberge, ich kaufe Moselbrück. Haben Sie ein Haus, das 300 Jahre in der Familie ist? Ich habe sie nur von der Rendite her gesehen. Die Lagen sind gut. Natürlich sind die gut, aber... Ja, wir machen Sekt, Faber. Was? Wir stellen um auf Sekt. Was sagen eigentlich Martin und Gunther dazu? Sind die auch einverstanden mit dem Verkauf? Das könnte ihm so passen, Mutter. Der kriegt's nicht. Der ist der Letzte, der es kriegt. Vater hätte es ihm auch nicht gegeben. Besser dein Onkel als ein Fremder. Onkel Ludwig kriegt's nicht. Warum denn nicht Ludwig? Der versteht sein Geschäft. Der kriegt's nicht. Vater hätte es ihm auch nicht gegeben. Da, die geben uns Geld. Ich habe schon mit denen telefoniert. Der kommt morgen vorbei. Da kriegen wir gleich Geld auf die Hand. Dieser Herr Kribenker, der macht es auch nicht umsonst. Umsonst gibt's gar nichts. Aber irgendwo müssen wir doch Geld herkriegen. Mutter, wenn wir es nur bis Weihnachten schaffen, dann schaffen wir es. Vater hätte auch nicht verkauft. Gunther, du tust so mit dem Verkauf. Ich will das doch auch alles behalten. Das ist doch mein Leben. Nee. Wir kommen schon durch. La même situation météorologique, c'est comme ça lorsque nous avons un si puissant anticyclone au-dessus de nos têtes qui souffle. Regardez la carte pour cet après-midi. Beaucoup de soleil partout, sauf au nord-est. On sent qu'il y a un petit brouillard localement persistant et qui pourrait localement perdre. Heißt das? Er war sehr nett, fand mein Französisch beschissen und meinte, es gäbe vielleicht eine Möglichkeit. Ich soll ihm eine richtige Bewerbung schicken mit Unterlagen und Nachweisen über meine bisherige Tätigkeit. Naja, das kann er haben. Ach, das ist toll. Dann hat er sich nach dir erkundigt und dir schöne Grüße bestellt, die ich hiermit ausrichte. Wann warst du eigentlich auf der Schule? Warum? Weil er sich so gut an dich erinnert. Drei Jahren. Du musst du großen Eindruck hinterlassen haben. Ich weiß nicht, ob ich ohne deine Vermittlung eine Chance gehabt hätte. Meine Vermittlung wäre sicher nutzlos, wenn du keinen großen Eindruck hinterlassen hättest. Naja, gut. Und jetzt? Was? Jetzt wird gefeiert. Ich werde dich groß zum Essen ausführen. Mindestens 2 Sterne. Wir können an der nächsten Tankstelle mal fragen. Die wissen immer gut Bescheid. Wenn du es noch auseilst, bis nach Met zurück, dafür sehe ich ein Restaurant. Ich sagte 2 Sterne. Bis 2 kann ich noch zählen. Genau das Richtige für uns. Vorausgesetzt, ich kann mit einem Scheck bezahlen. Das kannst du bestimmen. Wartest du hier? Ich will mich ein bisschen übersparen. Beeil dich aber. Ich sterbe vor Hunger. Bonsoir, monsieur. Puis-je vous être utile? J'aimerais une belle table pour 2 personnes. Très bien, monsieur. Pour quand? Tout de suite, bien sûr. Ah, monsieur a réservé? Non. Ah, alors, je regrette beaucoup, monsieur, mais nous n'avons plus de place disponible ce soir. Oui, mais... Non, toutes les tables sont réservées et pour demain soir également.
Après, nous avons notre jour de fermeture. Je suis vraiment désolé, monsieur. Moi aussi. Voilà. Vous avez fait votre choix. Oui. Hat es geklappt? Nö, nee, alles reserviert. So eine Scheiße. Alors, pour mademoiselle. Dominique. Oh, un instant, s'il vous plaît. Mademoiselle Berthier. Bonsoir. Bonsoir. J'entends que vous n'avez plus rien de libre pour ce soir? Ah, je regrette vraiment, mais... Attendez, je vais voir le directeur. Je reviens tout de suite, monsieur. Was du kennst denn? Ja, ich war schon mal hier mit Papa. Deine Familie wird mir langsam unheimlich. Du hast eine Tante, die Porsches verschenkt. Ein Vater, der hier bekannt ist. Ja. Ah, oh, Mademoiselle Berthier, quel plaisir. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Oui, il n'y a pas de possibilité pour ce soir. Mais si, bien sûr. Nous allons rajouter une table et... Tenez, mettez-vous là, pardon. Prendrez-vous un petit apéritif en attendant? Une glace champagne? Ja, tout de suite. Dein Vater scheint ein großes Tier zu sein. Er ist Geschäftsmann. Das habe ich dir doch gesagt. Und manchmal muss er Leute zum Essen ausführen. Leute wie dich? Nein, Geschäftsleute. Sag mal, dein Reisebüro, dass du so einfach weggekonnt hast? Ich habe mit deiner Kollegin getauscht. Und dafür muss ich morgen arbeiten. Michel, ich möchte es gerne hinter mich bringen. Was? Mein Gespräch mit Angelika. Deswegen möchte ich heute noch zurückfahren. Ich hoffe, du kannst es verstehen. Die werden ja doch sicher einen Fahrplan haben. Dann kann ich mir nachher einen Zug aussuchen. Das ist nicht nötig. Du kannst mein Auto haben. Das steht sowieso in der Garage die ganze Zeit. Ja, aber... Nein, wirklich. Ich kann verstehen, dass du heute noch zurück musst. Aber du musst verstehen, dass ich heute noch mit dir essen will. Und zwar in aller Ruhe. Ein Mensch, der immer sieht auf die Uhr, ist kein amüsanter Partner. Ich habe doch gar nicht auf die Uhr geguckt. Nein, aber du würdest. Hm? Ins Ministerium? Ja, er hat mir am Telefon nicht genau sagen können, worum es sich handelt. Es muss da irgendwelchen Ärger gegeben haben. Na, hoffentlich nicht mit Martin. Das hoffe ich auch. Hat er nicht gesagt, wann er zurückkommt? Nein, er wollte anrufen, aber das hat er bis jetzt noch nicht getan. Ah. Das Leben ist zu kurz, um sowas hier zu trinken. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir gehen in den Anker. Da werden wir fabelhaft essen und noch besser trinken. Es ist lange her, dass ich eine so schöne Frau zum Essen eingeladen habe. Tja, aber wenn Martin... Ja, wenn er anruft, wird er denken, Sie sind noch im Krankenhaus. Und falls er kommt, Sie können mir einen Zettel dalassen. Da kann er nachkommen. Wenn er bis jetzt noch nicht angerufen hat... Und einen Zettel lege ich ihm auch nicht hin. Genau. Der soll sich mal richtig schön Sorgen um Sie machen. Das belebt, ne? Ich ziehe nur rasch meinen Strampelanzug aus. Hm. Na bitte. Das ist doch etwas anderes, nicht? Da können Sie gleich noch eine Flasche einkühlen. Und was möchten Sie essen? Gibt es irgendetwas, was Sie nicht mögen? Keine Leber und keine Nieren. Sehr gut, ich auch nicht. Ihr Mann soll uns etwas Schönes machen. Eine kleine Vorspeise, dann ein bisschen Fisch, dann Fleisch, etwas Herzhaftes, ja? Über den Rotwein müssen wir uns allerdings dann neu unterhalten, ja? Naja, wir lassen uns überraschen. Einverstanden? Einverstanden. Gern. Tja, Martin und ich, wir haben uns etwas aus den Augen verloren. Leider. Hat er eigentlich nie bereut, umgesattelt zu haben? Nein. Jedenfalls hat er nie was gesagt. Ich habe ihn ja verstehen können damals. Neben meinem Bruder arbeiten zu müssen, kann kein Vergnügen sein. Er wusste doch immer alles besser. Martin ist nicht Lehrer geworden, weil er sich mit seinem Vater nicht verstanden hat. Sondern weil er das wirklich wollte. Er ist gern mit jungen Leuten zusammen. In der Schule, in seinem Bruderclub. Der ist glücklich in seinem Beruf. In seinem Beruf? Ja. Aus Ihrer Betonung könnte man entnehmen, dass er sonst nicht so glücklich ist. Dann muss ich wohl falsch betont haben.
Wenn Sie wollen, können wir jetzt zur Sache kommen. Zur Sache? Ja. Hannah ist in Schwierigkeiten. Sie haben sie in der Hand mit dem Kredit. Sie möchten Moselbrück kaufen und Hannah wird nachgeben müssen. Gegen den Willen von Gunther. Und jetzt kommt es darauf an, wie Martin sich verhält. Schade, dass ich nicht 20 Jahre jünger bin. Was? So hübsch und dann auch so intelligent. Also ich hätte ihn in die Bude eingerannt. Und wenn ich um Hilfe gerufen hätte? Hannah braucht Hilfe. Martin ist gelernter Winzer. Sie an seiner Seite. Das könnte doch die Lösung sein. Ich an seiner Seite. Natürlich. Sie sind intelligent und energisch. Vielleicht nicht energisch genug. Aha, jetzt wird die Front von hinten aufgerollt. Hallo, Gunther. Trinkst du ein Glas Wein mit uns? Du glaubst, der Weg zu Martin führt über Angelika? Wenn du dich da mal nicht irrst. Aber ich bitte dich. Hannah und Martin würden sich vielleicht breitschlagen lassen, aber ich nicht. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Du bist nicht der einzige Mensch, der Geld hat. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Es gibt andere Möglichkeiten, das ist richtig, aber wenn du da nicht aufpasst, dann ziehen sie dir sehr rasch das Fell über die Ohren. Meinst du? Ich kann mir schon denken, was er damit meint. So, es ist soweit. Taubenbrüstchen auf Eichenblattsalat. Sofort Geld. Die Zeitungen sind ja voll von solchen Anzeigen. Und Ludwig befürchtet, dass Gunther auf irgend so einen Kredithai reinfällt. Von den Banken kriegt er ja nichts mehr. Vielleicht solltest du morgen mal bei Hannah vorbeifahren und sie warnen, hm? Ja. Also, was war in Trier? Ich war nicht in Trier. Sondern? Ich war in Nancy. In Nancy? Ich kann da vielleicht ab nächsten Jahr arbeiten. An einer Privatschule. Aha. Ja. Ja, und seit wann gibt es solche Pläne? Angelika, ich muss mit dir reden. Es gibt da jemand. In Nancy. Ich habe sie im Ruderclub kennengelernt, in Metz. Wann? Was? Wie lange kennt ihr euch schon? Seit einem halben Jahr. Ach, deshalb diese ewigen Regatten und Besprechungen. Ich habe dir nichts davon erzählt, weil ich dachte, es wäre nur ein Flirt. Aber jetzt... Es war auch nicht nötig, dass du irgendetwas gesagt hast. Was? Ich habe genau gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Tja, und jetzt? Wollt ihr... Ich meine, es ist sehr ernst. Wir müssen uns erstmal kennenlernen. Wir haben uns doch immer eine... Kennenlernen? Wir kennen uns 5 Jahre. Kennen wir uns? Ich glaube, ja. Und dass ich dir das jetzt antun muss... Hat dir viel Kopfzerbrechen bereitet. Na, ich meine. Angelika. Es tut mir leid. Und ich wünschte... Was? Was soll ich denn tun? Geh zu ihr. Lern sie kennen. Hoffentlich brauchst du diesmal nicht 5 Jahre, bis du weißt, ob du sie wirklich liebst. Ich kann verstehen, dass du verbittert bist. Wütend, zornig. Das sind Gefühle, die bringen einen nicht um. Aber Schmerz und Angst, das wünsche ich keinem. Ich habe schon lange Angst. Aber jetzt habe ich ja wenigstens Gewissheit. Kundschaft, Gunther!
Tag, Zerfas, kann ich was für Sie tun? Guten Tag. Ich dachte, ich kann was für Sie tun. Kribenka. Kribenka? Sie haben doch mit meinem Büro gesprochen. Sie sind eine Frau? Ja, ich glaube schon. Haben Sie Angst vor Frauen? Kommen Sie bitte rein, wir haben schon auf Sie gewartet. Habe ich schon von Ihrem Sohn gehört. 150.000 Mark brauchen Sie. Das haben Sie doch meinem Büro gesagt. Ja. So, das sind jetzt die Steuerbescheide von den letzten 3 Jahren. Danke. Kann ich die haben für einen Tag? Ja. Obwohl es mir viel wichtiger ist, die Menschen kennenzulernen, mit denen ich zu tun habe. Wo ist denn der Chef? Mein Mann ist vor ein paar Wochen gestorben. Oh, das tut mir leid, dass ich... Entschuldigung. Dann stehen Sie jetzt Ihrer Mutter zur Seite. Ja. Ja, ich habe noch einen Sohn, das heißt einen Stiefsohn. Der ist Lehrer in Bernkastel. Wie viele Mitarbeiter sind denn in Ihrem Betrieb beschäftigt? Eigentlich nur Matzenbach. Matzenbach ist schon immer bei uns. Und wenn wir Leute brauchen, dann holen wir uns die. Das sind noch Restposten und das ist ein Rest alte Jahrgänge. Und das ist zur Hälfte verkauft an meinen Schwager, die Weinhandlung Ludwig Zerfass. Mit dem haben wir feste Abmachung. Leider. Und wie ist es mit den Grundbuchbelastungen? Naja, so viel die Banken uns gegeben haben. Was setzen Sie denn so um? 350, 400, 420.000 Mark war das beste Jahr. Und der Gewinn? 60.000 Mark so rund. Ach, davon können Sie doch nicht existieren. Wir müssen. Ja, mein Mann konnte leider nicht mehr erwirtschaften. Er hat ein bisschen Pech gehabt. Da waren Jahre dabei. Aber es gab auch gute Jahre. Hören Sie auf. Solche Jahre hatte ich auch schon. Ja, das ist der Keller, in dem wir die Weinproben abhalten. Aha. Oh, das ist ja fantastisch. Da kriegt man ja direkt Durst. Gehen wir nach oben, können wir ein paar Sorten durchprobieren. Gern, aber ich muss noch Auto fahren. Danke sehr. Danke. Also, ich habe Vertrauen zu Ihnen, Frau Zerfers. Ich denke, Sie können das Geld von mir bekommen. Ach, danke. Vielen Dank. Wiedersehen. Sie hören von mir, ja? Nee, ich habe noch schmutzige Hände. Wie alt ist eigentlich das Haus? 1509. Es gehört der Familie Zerfer schon 300 Jahre. Wir haben sogar die Königin Victoria geliefert. 1892 haben wir sogar auf der Weltausstellung eine Goldmedaille gewonnen. Sie hören von mir, ja? Wiedersehen. 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 Hätte du gesehen, das funktioniert. Wenn wir nur bis Weihnachten durchhalten, nur bis Weihnachten, dann sind wir aus der größten Scheiße heraus. Sympathische Frau, dass die Geldgeschäfte macht. Ich würde eher denken, die hat mit Mode zu tun. Jetzt wäre ich aber verrückt, das ist doch Martin. Wer war das denn? Wo hast denn den Schlitten her? Der Wagen, der da eben wegfuhr. Das war Frau Kribenka. Kribenka? Mhm. Nie gehört. Kreditbeschaffung, sie will uns Geld leihen. 150 Mille. Dann kann Ludwig seinen beschissenen 80 kriegen und mit dem Rest kommen wir bis über Weihnachten. Und Onkel Ludwig wird lange gelbe Zähne kriegen, aber Moselbrück bekommt er nicht. Mhm. Und die Bedingungen? Kann ich mal den Vertrag sehen? Haben wir noch nicht. Sie hat ein paar Unterlagen mitgenommen und wenn sie die geprüft hat, dann. Jetzt sag endlich, wo ist denn Carrera her? Heißt, der kostet doch über 75.000 und ein französisches Kennzeichen? Hanna, ich muss jetzt weg, aber ich bin am Sonntagabend wieder zurück. Mhm. Unternimm bitte nichts, bevor wir nicht noch mal ausführlich miteinander gesprochen haben. Martin, ich... Solche Kreditinstitute sind sehr oft Halsabschneider. Hört sich alles sehr gut an. Aber wenn man das Kleingedruckte liest... Wir können lesen, da mach dir mal keine Sorgen. Ich weiß schon, wie das gelaufen ist. Ich hab gestern zu Onkel Ludwig eine Andeutung gemacht und der hat die Angelika geimpft. Wenn wir nämlich den Kredit kriegen, dann kann er Moselbrück in den Mond schreiben. Ich nehme an, du weißt, dass die gestern Abend zusammen waren. Was? Der Wagen gehört übrigens Michel. Michel? Ich muss nach Metz, um ihn zurückzubringen. Wer ist denn Michel? Michel, das ist die... Es wird Veränderungen geben. Aber das ist eine längere Geschichte. Ich muss jetzt los. Ist was mit Angelika? Da ist eben nichts mehr. Hat doch schon lange geknistert, haben alle gewusst, bloß sie nicht. Ich auch nicht. Das tut mir leid. Warum hast du mir denn nichts gesagt? Aber Mutter, wir haben schließlich andere Probleme. Wenn Martin mal einen Abstecher nach Frankreich macht, die waren noch nicht verheiratet. Und was willst du jetzt tun? Was soll ich tun? Den Fuß aufstampfen, einen Heulkrampf bekommen, in den Bart einsperren.
kann gar nichts tun. Außer vernünftig sein. Wie alt ist sie denn? Jünger als ich. Und was macht sie? Arbeitet in einem Reisebüro. Das könnte sich auch hier tun. Ich habe ihn gefragt, warum er sie nicht herholt. Warum er nach Nancy will. Ja, und? Ja. Er läuft vor uns allen davon. Vor mir, vor euch. Bis zum nächsten Jahr. Da läuft noch viel Wasser die Mosel runter. Und wenn ihr beide... Wir beide? Nein. Ich habe ihn gebeten, auszuziehen. Gebeten, verstehst du, nicht rausgeschmissen. Er kann doch jetzt erstmal bei euch wohnen. Bis es soweit ist. Hältst du das für klug, Angelika? Ihr habt schließlich jahrelang zusammen... Das ist meine einzige Chance. Hier weitermachen, als ob nichts wäre? Nein, das würde alles kaputt machen. Wenn er bei euch ist. Ich meine, abgesehen von den Wochenenden. Vielleicht kommt er dann wieder zur Besinnung. Entschuldigen Sie. Ja, ich suche Michel Berthier. Wissen Sie, ob sie hier ist oder wann sie zurückkommt? Ja, tut mir leid, Monsieur, aber Michel arbeitet heute nicht. Ja, aber sie hat mir gestern gesagt, dass sie mit einer Kollegin getauscht hat und deswegen... Ja, das muss wohl ein Irrtum sein, weil Michel hatte gestern freigenommen und am Sonnabend arbeitet sie nie. Das verstehe ich nicht. Ich habe nämlich ihren Wagen hier und den möchte ich hier gerne zurückbringen. Ja, das ist ganz einfach. Sie können hier die Schlüssel und die Papiere vom Wagen lassen und am Montag bekommen Sie ihn zurück. Es wird zu Hause sein. Ich werde da mal vorbeigucken. Ja, aber dann beeilen Sie sich bitte, weil wir schließen in einer halben Stunde und dann können Sie die Schlüssel nicht mehr zurückbringen. Ja, danke. Und wenn sie nicht zu Hause ist, dann ist sie wahrscheinlich bei ihrem Vater. Sie haben die Adresse? Nein. Ich werde es Ihnen aufschreiben. Es ist nicht sehr weit von hier. Circa 30 Kilometer. J'aimerais parler à Mademoiselle Berthier. Bien, monsieur. Qui dois-je annoncer? Je m'appelle Martin Tserfas. Veuillez entrer, je vous prie. Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur. Permettez. Par ici. Moi aussi. Je voulais ramener la voiture de Michel. Michel va revenir d'un instant à l'autre. Je vous offre quelque chose à boire? Non, merci.
Alors, vous êtes instituteur, c'est bien ça? Oui. Michel m'a dit que vous souhaiteriez travailler à l'école spatiale. Je m'en suis occupé, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous avez... Oh, ils me sont redevables d'un petit service. Lorsque Michel a décidé de fréquenter cette école, je leur ai versé une grosse subvention pour qu'on s'occupe un peu plus spécialement d'elle. Ça a très bien marché, mais ils m'en sont encore reconnaissants aujourd'hui. Alors, c'est à vous que je dois... Vous me devez. Un simple coup de fil, c'est tout. Merci beaucoup. Vous êtes instituteur. Mais je pense qu'il vous est déjà arrivé d'imaginer une reconversion. Comment? L'homme qui fréquente Michel veut savoir ce qu'il attend. Je crois pas bien vous comprendre, monsieur. Si avec Michel, c'est juste une petite aventure, c'est son problème, tout va bien. Mais sinon... Excusez-moi, j'ai peut-être l'air un peu indiscret. Sinon, comme je n'ai pas de fils, il n'est pas question que mon entreprise sorte de la famille. Et n'ai pas du tout l'intention de laisser ma fortune à la SPA, société protectrice des animaux. Martin, ich habe schon den Wagen gesehen. Schön, dass du da bist. Tut mir leid, ich habe nicht damit gerechnet, dass du heute schon kommst. Habt ihr euch gut unterhalten? Ich verdanke das also deinem Vater mit der Schule in Nancy. Ah ja. Papa hat überall seine Beziehungen. Kommst du? Papa, tu m'excuses, mais tu comprendras si j'ai envie d'être seule avec Martin. Oui, oui. Je m'en souviens vaguement. De quoi? Il fait un temps que j'aimais aussi être seul avec quelqu'un. Allez, à plus tard. Du hast es ihr noch nicht sagen können. Angelika? Doch, wir haben gesprochen. Ja? Und? Sie war sehr gefasst, aber natürlich auch sehr unglücklich. Außerdem hat sie gewusst, dass es jemanden gibt. Das habe ich dir gesagt? Ja. Hast du ihr gesagt, dass du nach Frankreich gehen willst? Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich noch will. Du meinst, weil Papa seine Beziehungen genutzt hat? Aber das ist ganz normal, dass er das gemacht hat. Dabei musst du dir nichts denken. Dabei denke ich mir auch nichts. Aber? Ich habe nicht gewusst, dass du eine Prinzessin auf der Erbse bist. Du hast mir nie erzählt, wo du herkommst, wer deine Familie ist. Du bist unaufrichtig. Aber Martin... Als ich dich im Club kennenlernte, habe ich dich für ein ganz normales Mädchen gehalten. Mit einer Wohnung, die vielleicht eine Klasse zu hoch ist. Ich habe mich auch noch nicht gewundert, dass du offenbar beliebig in deinem Reisebüro frei bekommst, wenn du woanders hin willst. Aber dann der Porsche und jetzt dieses Schloss mit einem Vater, der sich dezent erkundigt, ob ich vielleicht gedenke, später an deiner Seite seine Geschäfte weiterzuführen. Das war nicht fair von Papa. Fahr mich bitte zum Bahnhof, ich will nach Hause. Und was hat Ihr Vater für ein Geschäft? Ein Geschäft? Das ist ein Konzern. Außerdem sitzt er in zig Aufsichtsräten. Und dann arbeitet sie im Reisebüro? Warum? Ja. Da kann sie ihre Sprachen ausnützen. Sie will selbstständig sein, unabhängig von ihrem Vater. Deshalb ist sie auch von zu Hause weg. Ja. Klingt aber sehr plausibel und sympathisch. Ja. Richtig. Ja, die ist in Verhältnissen aufgewachsen. Die muss ja verwöhnt sein.
Und mit meinem Gehalt als Lehrer. Früher oder später würde sie abhauen. Obwohl sie das selbst vielleicht gar nicht glaubt. Du könntest ihr ja vielleicht ein besseres Leben bieten, wenn du Moselbrück übernimmst. Erstens will ich das nicht. Und zweitens, hier gehört eine Frau her, die hart arbeiten kann. So wie du. Soll ich denn an Ludwig verkaufen, wenn das mit dem Kredit nicht klappt? Ich werde morgen in der Genossenschaft anrufen. Die sollen uns einen Betriebshelfer schicken. Betriebshelfer? Ja. Eine gute Einrichtung. Wenn ein Betrieb Probleme hat, wirtschaftlich oder wie bei uns durch Todesfall, dann schicken die jemanden, der sich auskennt. Und das sogar kostenlos. Weil der Verband natürlich daran interessiert ist, dass nicht noch mehr Winzer pleite machen. Naja, jetzt ist erstmal das Weinfest, da kommt ja auch noch was rein. Hast du denn Zeit, uns zu helfen? Natürlich. Da muss ich mich dann allerdings sehr zurückhalten. Damit die Schüler nicht merken, dass ihr Lehrer verkatert ist. Jetzt in der Watzenbach. Vielen Dank, beschissen wie immer. Komm gerade aus Kaiserslautern. Das war vielleicht eine Fahrerei. Überfall euch einfach. Ich war bei der alten Frau Schwarz. Die kennst du auch in Kaiserslautern. Na, die ist vielleicht klapprig geworden. Du, ich hab das nicht mehr ausgehalten, wenn man erst mal so alt ja, ist. Ja, Elfriedchen, ich hab Besuch, geschäftlich. Ach ja, du, dann geh ich in die Küche. Darf ich mir einen Kaffee machen? Natürlich. Na, du weißt doch, wo der Kaffee steht. Ja, natürlich. War das Elfriede? Ja, das war sie. Was will die denn schon wieder? Frag sie. So, das ist jetzt unser TBS-Wein. Was ist denn das? Unser Trinken-wir-selber-Wein. Das Beste, was wir im Keller haben. Danke. Frau Kribenka, das unterschreibe ich nicht. Wieso? Was ist denn? Hier steht 2¼% Zinsen im Monat. Ja, das sind meine Konditionen. Ja, aber das sind ja bei 150.000. Ich meine, Sie wollen uns doch 150.000 Mark geben. Ja, das war ja Ihr Wunsch. Sie liegen ja hier. Ja, aber Gunther, da zahlen wir ja, das sind ja mehr als 3.000 Mark Zinsen im Monat. 40.500 im Jahr. Das können wir nicht. Wie sollen wir denn das bezahlen? Wir müssen doch durch. Was willst du denn machen? Die haben heute angerufen von der Bank. Wenn wir nicht zahlen, sperren die uns alles. Wir brauchen das Geld. Wir müssen es akzeptieren. Im nächsten Jahr sieht es bestimmt anders aus. Ja, das glaube ich gerne, dass es dann anders aussieht, wenn ich das hier unterschreibe. 40.000 Mark im Jahr. Aber nach 5 Jahren verringert sich der Zinssatz. Da setzt dann Ihre Rückzahlung ein. Frau Kribenka, das unterschreibe ich nicht. Sie können Ihr Geld gleich wieder einpacken. Sie haben wohl gedacht, wenn ich so viel Geld erst mal sehe, dann vergesse ich zu lesen. Halten Sie mich für so primitiv? Aber ich kann Ihnen nur diese Konditionen anbieten. Risikogeschäfte sind so, Frau Zerfers. Sie sind für mich auch ein Risiko. Mit vielen, vielen Unbekannten. Wenn du nicht unterschreibst, wer soll's uns denn geben? Bei der Bank ist Sense, da gibt's keinen Pfennig mehr. Also, wenn Sie sich noch mal überlegen sollten, Sie wissen ja, wo Sie mich erreichen können. Ja. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Wiederschauen, kommen Sie. Danke. Ist auch eine Tasse Kaffee? Nein, nein, danke. Wer war denn das? Frau Kribenka. Aha. Tag, Elfriede. Hallo, Gunterchen. Wie geht's denn? Ja, ja. Du, Hannachen,
Kann ich mich bei euch einquartieren? Stell dir mal vor, die haben mich hierher geholt zum Weinfest. Ich soll da singen. Wenn es nicht geht oder wenn du nicht willst, dann sag's. Ich glaub's, hab ich Ludwig zu verdanken. Oder vielleicht hat mich auch einer auf Rolands Beerdigung gehört. Ich krieg einen Anruf, das Telefon klingelt. Ich muss Moselbrück verkaufen. Hanna. Ich habe ja immer geahnt, dass es mal so kommen würde. Ich war ja hier nie so verwurzelt wie du. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne all das hier leben soll. Wo soll ich denn hin? Hannachen. Siehst du ja? Ja, 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 man sieht's. Ihr habt alle Hände voll zu tun, ne? Und der Kredit? Was für ein Kredit? Bin ich der einzige Mensch, der Geld hat? Deine Worte. Habt ihr nun das Geld? Du kannst mich mal. Das nenne ich eine gute Nachricht. Wie heißt du? Ja. Ja. Hm? Danke. Und du? Ludwig, endlich kann ich mich bei dir bedanken. Na, wofür denn? Das Engagement, das hast du doch gemanagt. Ja, wenn wir schon eine Künstlerin in der Familie haben. Du hast mir damit wirklich eine Freude bereitet. Und die Leute sind ja so dankbar, das ist ganz toll. Ja, ja, wenn die mal blau sind. Was? Ja, ich meine, dass du sie in Stimmung gebracht hast. Ach so. Ne? Und da sagt man immer, der Ludwig hat kein Herz. Wer sagt das? Ach, na ja. Na ja, ihr kennt mich eben nicht. Du, ich muss weitermachen. Aber wir sehen uns doch noch, ja? Natürlich. Das Fest hat doch erst angefangen, nicht? Was du heute hier bist? Was soll ich denn sonst sein? Frankreich? Keine Regatta? Nein, keine Regatta. Willst du was trinken? Ja, wenn du was Vernünftiges hast. Hab ich. Oh, oh, das ist aber eine Pracht. Ja. Hol mal was zu essen. Da sieht man doch wieder mal, was dir die Natur so mitgegeben hat, ne? Was? Na ja, ich meine, man kann nicht ewig in Schwarz halten. Nein, vor allen Dingen nicht, wenn man einen Weinstand betreibt. Hm? Völlig richtig. Völlig richtig. Ja? Mach die Leute nur an, nicht? Das kann sich doch wirklich sehen lassen. Ne? Sei nicht geschmacklos. Wieso ich? Ich nehme an, du bist blau. Sonst würde ich dir die Meinung sagen. Ich habe doch nur gelobt, was jeder sehen kann. Ne? Also, kann ich jetzt einen Termin machen? Was für ein Termin? Beim Notar. Was das Weinfest bringt, das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Martin hat einen Betriebshelfer angefordert. Dessen Meinung will ich erst abwarten.
wir so lange abwarten, bis sie unter den Hammer kommt. Ja? Aber du kannst ja stolz darauf sein, dass das Moselbrück geworden ist. Du tust gerade so, als wenn ich daran schuld wäre, dass wir... Du bist damals hier angekommen mit einem Rucksack und zwei Plastiktüten. Ja, und das hat dich nicht daran gehindert, mir einen Antrag zu machen. Roland hätte eine Frau gebraucht, die etwas im Kopf hat. Nicht nur der Blut. Verschwinde! Ja. War was? Herr Ludwig. Anna. Angelika! Ja, dann kriegt man ja die ganze Familie. Du Martin, ne? Er hat seinen Stand da drüben.